vom Musikverein. Wertes Publikum, jetzt stellen Sie sich einmal ein folgendes Szenario vor. Ack Föhler wird in ein Wiener Nobelrestaurant eingeladen. Also weg vom Spezialdos von Rinskau, weg vom Speckstanger von Braun, weg von der Pfostensuppe hervor. Ja. Also, Einladung ist erfolgt. Und zwar, wenn der Eingeladene noch Friedhof Völker heißt, dann fliegen die Döller ziemlich dir für dich. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich nun auf Diener für drei, unter anderem mit Friedhof Völker. Wips, der Chef hat gesagt, muss ich halten. Ja, ist eh klar. Wips, die braucht man. Jo, komm her. Schaust du mich aus? Jo, was hast du denn aufzugraben? Das ist jetzt wurscht. Du schau, wie viele Leute da sind. Die ist so deppert. Alles voll super, dass du heute eingeladen hast. Bela, das ist stark. Ist ja in Ordnung. Komm, setz dich her, du bist eine Wips. Wips, sag ich. Wo soll ich mich hinsitzen? Ja, aber. Bitte. Ja, aber. Warum sind da keine Sessel? Weil sie noch einen Tisch bestellt haben. Sie haben sie. Zwei? Ja, dann nehme ich auch zwei. Ich habe keine Ärzte und nicht brauchen sollen. Ich dann muss ich was dazu. Bin nämlich einer Wip. Sagt sie es auch Wip? Ja, mein Unterschied muss ja sein. Ich bin nämlich im Glockengeschäft tätig, so wie der Leiterlicher. Und hab in Hannes die ganz heißen Fliesen. Darum hat er mich heute eingeladen, und ja. Erst gib her! Ja, mach mich nun alles. Also, ich hätte gerne als Vorspeise eine Zwiebelsuppe, als Hauptspeise einen Rindersaftbraten mit Bandeln. Oder als Nachspeise Schwarzwälder Kirschtorten und einen kleinen schwarzen Bitter. Ja, Sie sind doch hier durch. Haben wir nicht einmal gehört und schauen, wissen schon, was es gibt? Ja, das ist gut. Herr Oma, bei mir, da hat es auch was auf dem Platz. Da liegen zwei bestehen. Da sitze ich ja noch ein. Da bin ich klar, oder? Sag mal, wie geht's denn echt, Herr Gattin? Ja, der geht's gut. Der hat vor einigen Wochen Geburtstag gehabt. Ah, Geburtstag hat's gehabt. Was hat sie denn geschenkt? Ja, eine Mischmaschine. Eine Mischmaschine? Ja, weil sehr wurscht ist, was er kauft. Da stehe ich immer wieder und so. Ja, Hannes, es ist ja so, das gehört dazu. Ja, weißt du, ich muss immer aufhören.
dass ich immer nur mit der Frau die Schuld gebe an unserem Streit. Es gehört immer wieder zwei Leute dazu. Meine Frau und die Schwiegermutter. Herr Uwe, haben Sie auch offene Reine? Sicher haben wir offene Reine. Was? Dann stoppen Sie es zu. Natürlich Rotschick. Das nehme ich auch, aber mit Cola. Cola Rotschick. Aber Hannes, euer Streit kann nicht so hart gewesen sein. Ich habe euch nur das letzte Woche in Füllgang gesehen, die und die Frau. Ja, weißt, wir haben einen Hochzeitstag gehabt und darum bin ich mit meiner Frau durch die Föhnerwirtschaft, ein Geschäft zu einem anderen Geschäft, Hand in Hand sind wir da gegangen. Ja, das ist wahre Liebe. Ich hab da nur einen alten Mann von zum Kreuz. Ich weiß, dass er jetzt wäre. Föhnerstübel, das hat. Hast du wohl einen Tisch bestellt? Ja, also dann wirst du beim Rechner Tisch anrufen, der ist bei mir. Ja, Friedel, der Wein so rot wie gefüllter Blut. Wir trinken jetzt auf wahre Schuhe. Wollt ihr den Schuh jetzt da? Also als Vorspeise hätte ich gern das. Das sind Käse überbackene Rindermedaillon in Teighülle, dazu die frittierten Kartoffelstäbchen und das Ganze in würziger Tomatensauce, bitte. Hammer Cheeseburger mit Pommes. Ja, schaut mal bitte mal. Da steht ein Steak um 9,50 Euro und genau darunter steht das selbe Steak um 12,50 Euro. Was ist denn da der Unterschied? Schweiz, dieser 12,50 Euro lässt sich einiges leichter schneiden. Sie meinen, das Fleisch ist um einiges zarter? Nein, das ist um einiges schärfer. Diesen Kost bringen Sie mir als Hauptspeise einfach eine Forelle. Den nehme ich auch, aber frisch. Zwei frisch, davon haben wir noch frisch. Veranstaltung sitzt die hübscheste Leierin in der ersten Reihe. Ja, und ich habe keine Ahnung, warum das heute anders ist. Jawohl, ich wollte weiterhin, Herr Intendant, mein Fehler, ja. Tisch Nummer 6 nicht auf die Bühne, sondern ganz hinten ins Foyer. Ins Foyer. Opa je. Was ist jetzt? Hannes, du hast gesagt, die Karten haben ein Vermögenkurs. Weißt du, die Karten, die hat mein Onkel geschenkt gekriegt und der hat sich beim Bügeln die Schulter ausgelegt und deswegen hat er es mir geschenkt. Ja, für was habe ich den Häuselfliesen dran? Das ist schön ausschaut. Wir sitzen noch eh da im Foyer da hinten. Hey, das Vorhaus, dann sehe ich ja nichts. Ja, vielleicht sitzen Sie noch so einen schönen Mädchen da ins Publikum. Dafür habe ich keinen zu dir. Hast du noch einen Platz auf deiner Straße? Ja, und ich habe
Plastik von dir.